Kardinal Robert Sara meldet sich zu Wort in Bezug zu Fiducia Supplicans und das mit einem messerscharfen Urteil. Herzlich willkommen bei Cut Plosiv. Kardinal Robert Sara ist bekannt für eine solide Theologie und auch dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn es um die Wahrheit geht. Kardinal Sara sagt, Fiducia Supplicans ist heretisch. Aufgrund der Treue zu Christus sei es unmöglich, Zitat, unmenschliche Ideologien zu akzeptieren, die von einem dekadenten Westen gefördert werden, meint Kardinal Robert Sara. Er könne keinen Segen für in sich ungeordnete Verderbtheiten, wie er sagt, gutheißen. Der emeritierte Präfekt der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, Robert Sara, hat scharfe Kritik an der vatikanischen Erklärung Fiducia Supplicans zur Segnung homosexueller Paare geäußert. Mit seiner Kritik stelle er sich nicht gegen Papst Franziskus, schreibt Sara in einem Aufsatz am Wochenende, sondern entschieden und radikal gegen eine Häresie, die die Kirche, den Leib Christi, ernsthaft untergräbt. Sara dankte den afrikanischen Bischofskonferenzen, die sich gegen Fiducia Supplicans gewandt und solche Segnungen untersagt hatten. Er unterstütze ihren entschiedenen Widerstand und rufe jeden Bischof auf, dasselbe zu tun. Aufgrund der Treue zu Christus und seinen Lehren sei es unmöglich, Zitat, unmenschliche Ideologien zu akzeptieren, die von einem entchristlichen und dekadenten Westen gefördert werden, so Sara. In Afrika herrsche noch ein ausgeprägtes Bewusstsein für den notwendigen Respekt vor der von Gott geschaffenen Natur, schreibt Sara. Vor allem in afrikanischen Ländern hatte es nach der Veröffentlichung von Fiducia Supplicans erhebliche Vorbehalte gegeben. Unter anderem hatte sich die nigerianische Bischofskonferenz gegen Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare positioniert. Von den 69 Ländern weltweit, die gleichgeschlechtliche Beziehungen kriminalisiert haben, liegen 33 in Afrika. Doch auch andernorts gab es Gegenwind für die Erklärung. Die polnische Bischofskonferenz lehnte Segnungen ab. In den USA zeigten sich anhand der Rezeption des Dokuments bereits seit Jahren bestehende tiefe Spaltungen in der Kirche. Kardinal Robert Sara spricht hier ganz klar von einer Häresie, welche die Kirche untergräbt. Eine Häresie, die sich ausbreitet wie ein Virus. Eine Häresie, die mittlerweile zum guten Ton in der Kirche gehört, doch zerstörerisch auf die Seelen wirkt. Er ruft die Bischöfe auf, Widerstand zu leisten, so wie es die Bischöfe in Afrika und Polen und auch in den USA tun. Es geht ja auch nicht persönlich gegen den Papst, sondern gegen diese Häresien, die unter seinen Augen verbreitet werden. Und Kardinal Robert Sara hat recht, wir müssen uns für die Wahrheit einsetzen, uns für die Wahrheit stark machen, dem Irrtum widerstehen und an der katholischen Lehre festhalten. Die Vatikanische Erklärung habe Verwirrung und Spaltung gebracht, so Sara. Medien und Bischöfe, die behaupteten, die Kirche könne nun gleichgeschlechtliche Partnerschaften segnen, würden lügen und am Bösen mitarbeiten. Zitat, sie erzeugen nur Fehler, Skandale, Zweifel und Enttäuschungen. Diese Bischöfe ignorieren oder vergessen die strenge Warnung Jesu. So Sara. Fiducia Supplicans behauptet, dass ein Segen für gute, wahre und menschliche Elemente in Beziehungen gespendet werden könne. Sara fragt, Zitat, aber was ist gut, wahr und menschlich in einer homosexuellen Beziehung, die in der Heiligen Schrift und Tradition als schwere und in sich ungeordnete Verderbtheit definiert wird. Gelebte Homosexualität sei intrinsisch gestört und kein Ausdruck echter emotionaler und sexueller Komplementarität. So der Kardinal. Ausgehend von dieser Verurteilung müssten Bischofskonferenzen ihren pastoralen Dienst gegenüber homosexuellen Menschen aufbauen. So Sara. Jede Pastoral, die das nicht berücksichtige, scheitere. Für Sünder gelte es daher stets, um Bekehrung zu beten. Das Gebet der Kirche werde niemandem verweigert, aber es könne niemals dazu missbraucht werden, sagt er, eine Legitimation der Sünde, der Struktur der Sünde oder gar des unmittelbar bevorstehenden Anlasses der Sünde zu sein. So Kardinal Sara. Eine scharfe, unmissverständliche Kritik von Kardinal Robert Sara. Fiducia Supplicans bringt Verwirrung und Spaltung
Und es ist eine Häresie, welche die Kirche unterwandert, und wir müssen der Lehre und der Strenge Jesu treu bleiben. Und er fordert die Bischöfe auf, Widerstand zu leisten. Wir brauchen mehr Geistliche wie Kardinal Robert Sarah, die keine Angst haben, die Wahrheit zu sagen. Gottes Segen wünsche ich euch.